Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. In Gottes Gegenwart ist Heilung und Befreiung. Er macht dich frei von allen Gebundenheiten, die du mit dir herumschleppst. Mach dich auf den Weg in die Gegenwart Gottes. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wenn wir an Gottes Herrlichkeit denken, denken die meisten an etwas Unerreichbares. Etwas, das ganz weit weg ist. Vielleicht im Himmel oder es war im Alten Testament. Mose hatte den Wunsch, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Er machte sich auf, dieses Ziel zu erreichen. Er hatte die Begegnung mit dem brennenden Busch, das ihn hungrig machte auf mehr von Gott. Mose hatte ein Verlangen nach Gottes Herrlichkeit. Entwickle auch du ein Verlangen nach Gottes Herrlichkeit. Ein Verlangen, dass du seine Stimme hörst. Ein Verlangen nach einer Begegnung mit ihm. Mose hatte sich aufgemacht, Gott näher zu kommen. Er wollte mit Gott reden. Er kannte ihn schon vom brennenden Busch. Und später am Berg Horeb sagte das Volk zu Mose: Rede du mit ihm. Sie schickten Mose vor, denn sie hatten Furcht. Sie fürchteten sich vor der Stimme Gottes, vor der Begegnung mit Gott. Aber Mose sehnte sich nach der Herrlichkeit Gottes, nach der Gegenwart Gottes. Und das Volk hatte Furcht davor. Als sie am Sinai ankamen, sagte der Herr, dass 70 von den Ältesten mit ihm hinaufsteigen sollten. Sie sollten aber von Ferne stehen. Nur Mose allein soll zum Herrn herantreten. 2. Mose 24, Vers 9 bis 11. Und da heißt es: Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf, und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Als ich das gelesen habe, hat das mein Herz sehr berührt. Zum einen, sie sahen den Gott Israels. Sie sahen ihn mit ihren eigenen Augen. Was für ein Vorrecht, den Gott Israels zu sehen. Und er war direkt vor ihnen. Unter seinen Füßen war es wie Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Welch gewaltiges Vorrecht, das zu sehen. Und am Ende heißt es, sie schauten Gott und aßen und tranken. Das hat sie überhaupt nicht beschäftigt. Sie wandten sich dem Essen und Trinken zu. Es war für sie wie Alltag und es beeindruckte sie gar nicht. Gott zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Mose war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen und Trinken. Solche Alltagsdinge haben ihn überhaupt nicht interessiert. Sein Augenmerk war auf Gott. Sein Anliegen war: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und als Mose das zweite Mal auf den Berg stieg, lesen wir in 2. Mose 34, 28 bis 30.
Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an. Und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte. Und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Die Herrlichkeit Gottes war so gewaltig auf Mose, dass die Menschen Angst hatten vor ihm. Vers 33 bis 35. Als nun Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Gesicht. So oft aber Mose vor den Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus, um zu den Söhnen Israel zu reden, was ihm aufgetragen war. Da sahen die Söhne Israel Moses Gesicht, dass die Haut von Moses Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. Mose hatte so engen Kontakt mit Gott, dass seine Herrlichkeit auf ihm blieb. Die Herrlichkeit Gottes war auf ihm. Und das war im Alten Testament so. Heute haben wir ganz andere Voraussetzungen. Gottes Herrlichkeit war im Alten Testament präsent. Wir sehen das auch noch an anderen Stellen in der Bibel. Salomo hat den Tempel gebaut und bei seiner Einweihung war die Gegenwart Gottes so gewaltig, dass die Priester ihren Dienst nicht mehr verrichten konnten. Gottes Gegenwart ist heute noch genauso präsent wie damals. Gottes Herrlichkeit ist nicht unerreichbar für uns. Die Herrlichkeit Gottes ist kein Ort, an den wir hingehen müssen, sondern ein Zustand. Gottes Gegenwart ist auch hier in diesem Raum. Du kannst das auch haben. Mache dich auf dem Weg in die Herrlichkeit Gottes. Entwickle eine Sehnsucht, Gott zu begegnen. Du musst eine Beziehung aufbauen, so wie Mose das getan hat. Mit dem Unterschied, dass die Herrlichkeit bei ihm äußerlich war und bei dir ist sie innerlich durch den Heiligen Geist. Johannes 17, Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Das sagt Jesus. Dass er uns seine Herrlichkeit gegeben hat, und zwar durch den Heiligen Geist. Und das ist möglich seit Pfingsten. Wir brauchen nicht mehr an den Ort oder auf den Berg steigen. Du hast Gottes Herrlichkeit in dir. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, dass Jesus auf die Erde kam. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier lesen wir, dass Jesus Herrlichkeit repräsentierte, als er auf dieser Erde war. Er war ein Mensch wie du und ich. Er ging nicht mit einem Heiligenschein oder glorifiziert durch die Gegend.
Und vielleicht war der sichtbare Unterschied, dass seine Augen oder sein Gesicht leuchtete. Die Bibel sagt uns nichts darüber. Der Unterschied zu anderen Menschen war das, was er tat. Und trotzdem sagt die Bibel, obwohl er nicht anders aussah als andere Menschen, dass wir seine Herrlichkeit angeschaut haben. Die Menschen sahen die Auswirkungen seines Lebens. Und was heißt das für uns heute? Du denkst vielleicht, ich fühle mich gar nicht nach Herrlichkeit Gottes. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wohnt der Heilige Geist in dir. Gott selber wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Und Gottes Herrlichkeit bedeutet seine Gegenwart. Also hast du die ganze Herrlichkeit Gottes in dir. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass er nicht euch selbst gehört? Der Heilige Geist ist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Und in Habakuk 2, Vers 14 heißt es, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wenn jeder von uns sich bewusst ist, die Herrlichkeit Gottes in sich zu tragen und in ihr zu leben, dann wird die Erde erfüllt werden von der Herrlichkeit des Herrn, wenn wir sie weitertragen. So wie dieser Bibelvers es sagt. Als Salomo den Tempel einweihte, war dort Gottes Herrlichkeit. Und nun sind wir der Tempel Gottes und tragen diese Herrlichkeit überall hin. Dort, wo du bist, da, wo Gott dich hingestellt hat, da bist du Träger der Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du, und er meint den Vater, mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus hat dir seine Herrlichkeit gegeben und er ist in dir und liebt dich. Das, was er von seinem Vater im Himmel bekommen hat, hat er dir gegeben. Es ist etwas, was unser Verstand nicht begreifen kann. Wir müssen es mit dem Herzen verstehen. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die er gezeigt hat auf Golgatha. Er hätte es nicht tun müssen, aber er hat es getan, für dich und für mich. Er hat es auf sich genommen, damit du Träger seiner Herrlichkeit werden kannst, damit du Vergebung haben kannst, damit du frei werden kannst von all deinen Belastungen und Sorgen. So sehr liebt dich Gott, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Wie machen wir Gottes Herrlichkeit wirksam in unserem Leben? Was sehen Menschen in uns und an uns? Menschen schauen sich unser Leben an, besonders wenn wir sagen, wir sind Christen. Gottes Gegenwart und Herrlichkeit wird sichtbar, wenn wir ihnen Liebe und Anerkennung erweisen, wenn wir ihnen Annahme und Wertschätzung entgegenbringen und wenn wir Gutes über sie erzählen, wenn wir Versöhnung leben. Jesus wurde daran erkannt, was er tat und was er lebte.
Und das soll bei uns auch so sein. Und dazu brauchen wir seine Nähe. Und je enger unsere Beziehung zu Jesus ist, desto stärker können wir seine Herrlichkeit bzw. seine Gegenwart erleben. In Johannes 11 lesen wir die Geschichte von Maria, Martha und Lazarus. Und sie hatten alle drei eine sehr enge Beziehung zu Jesus. Immer wenn Jesus in der Gegend war, wohnte er bei ihnen. Er war ihr Freund. Und wir lesen in diesem Text auch, dass er sie liebte. Und der Lazarus wurde krank und er starb. Und Jesus kam erst 4 Tage später dort an und Maria und Martha machten ihm Vorwürfe. Sie waren so verzweifelt, dass sie gar nicht daran dachten, welche Wunder Jesus schon getan hatte. In unserer Verzweiflung denken wir manchmal auch, uns kann niemand mehr helfen. Wir ziehen die Macht Gottes gar nicht in Betracht. Denke daran, dass Gott ein Gott der Wunder, der Hilfe und der Wiederherstellung ist. Ein Gott, der dich kennt und der dich liebt. Ein Gott, der seine Liebe zu dir am Kreuz besiegelt hat. Johannes 11, 39 und 40. Und Jesus spricht: Nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. In jedem Wunder Gottes spiegelt sich seine Herrlichkeit wider. In deiner Heilung spiegelt sich seine Herrlichkeit wider. In deiner Problemlösung spiegelt sich seine Herrlichkeit wider. Und Jesus sagt hier etwas ganz Wesentliches. Voraussetzung ist unser Glaube an ihn, dass er Wunder vollbringen kann und dass er allmächtig ist. Wir können ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und das Ende der Geschichte war Vers 43 und 44. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Und Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. In Gottes Gegenwart hat der Tod keine Macht. In Gottes Gegenwart ist Leben und Befreiung. Vielleicht ist auch in deinem Leben einiges gestorben, zusammengebrochen. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht ist es schon so verrottet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Gottes Macht und Herrlichkeit hat keine Grenzen. Jesus sagte zu Martha: Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das gilt auch in deiner Situation. Jesus ist derselbe, immer noch bis in alle Ewigkeit. Entwickle Glauben, Jesus ist da. Glaube, dass er es tun kann. Glaube, dass er dir helfen kann. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Woran erkennen wir, dass Gottes Herrlichkeit da ist? Wir spüren etwas von seiner Heiligkeit, von Ehrfurcht, und wir empfangen Klarheit und Erkenntnis. Wir erkennen es, wenn Menschen geheilt werden, ganz nebenbei, einfach so in Gottes Gegenwart und an Zeichen und Wundern, die er tut. In Gottes Gegenwart ist Heilung und Befreiung.
Er macht dich frei von allen Gebundenheiten, die du mit dir herumschleppst. Vertrau ihm und komm in seine Gegenwart. Mach dich auf den Weg in die Gegenwart Gottes. Gottes Herrlichkeit verändert unser Denken. Wir denken lösungsorientiert. Die Berichterstattung um uns herum ist ausschließlich problemorientiert. Jesus hat Gottes Lösungen auf die Erde gebracht. Er hat Zeichen und Wunder getan, Heilung und Befreiung bewirkt. Und die Bibel fordert uns heraus, an Gottes Lösungen zu glauben. Römer 12, Vers 2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir sollen also nicht so denken, wie die Welt denkt, sondern unser Denken erneuern, das heißt ändern. Weiter heißt es, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Von Gott kommt das Gegenteil von Angst, Verunsicherung und Gewalt, nämlich das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige. Und darin sind Gottes Lösungen enthalten. Von Gott kommt nichts Schlechtes oder Böses, keine Probleme und keine Sorgen. Er beseitigt sie durch seine Liebe, durch seine Gnade und durch seine Barmherzigkeit. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir haben das Vorrecht, direkt zu Gott kommen zu dürfen. Mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben und wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir brauchen uns nicht abgelehnt fühlen, sondern wir sind angenommen bei diesem wunderbaren Gott. Und dadurch werden wir verwandelt von einer Herrlichkeitsstufe zur nächsten. Und somit werden wir auch Jesus immer ähnlicher. So wie Mose strahlte, als er Gott begegnete, auf dem Berg und dann herunterkam. Und bei Mose war es äußerlich. Wir werden innerlich verändert. Das war damals noch nicht möglich. Unser Herz wird verändert. Unser Denken wird verändert. Und in Jesaja 60, Vers 1 und 2 steht: Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. In dieser Zeit leben wir jetzt. Die Finsternis nimmt zu und Dunkelheit ist in vielen Menschen. Aber Gottes Herrlichkeit ist über dir aufgegangen. Dein Licht ist gekommen. Jesus Christus ist gekommen. Er ist das Licht der Welt. Er ist gestorben und auferstanden. Er hat seinen Heiligen Geist gesandt und deshalb ist Gottes Herrlichkeit in dir. Und je dunkler es in unserer Welt wird, über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hast du den Wunsch, Gottes Herrlichkeit zu sehen? Hast du ein Verlangen nach Gottes Herrlichkeit? Dann mache dich auf den Weg in die Herrlichkeit Gottes. Amen.
Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.